Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich dir, wie man eine große Bodenvase aus 12 Kilo dreht. Als erstes nehme ich mir wieder Westerwälder Steinzeugton, diesmal mit Pyrit, knete diesen in drei verschiedenen Klumpengrößen, bringe dann als erstes mit so einem kleinen Fong die blaue Scheibe an. Erstmal schön hier die Oberflächenstruktur noch vergrößern, damit die blaue Scheibe auch hält. Das ist eine Unterlegscheibe, wo ich dann den Hals der Bodenvase herstelle aus 2 Kilo. Zentrieren, homogenisieren, Loch setzen, Aufbrechgriff. Erster Hilfszug und Knöchelzug, der erste. Ja, dann kommt noch der zweite Knöchelzug und dann wird direkt mit dem Brenner das gefestigt, die weiche Masse, damit ich das im weichen Zustand zusammenbasteln kann.